machen. Gut. Der nächste der Bande wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Der Panda-König. Schon in frühester Jugend war er von Feuerwerken fasziniert. Und er lernte daraufhin die hohe Kunst der Pyrotechnik. Doch er wurde zeitlebens wegen seiner ärmlichen Kleidung von allen verachtet. Gedemütigt rächte sich der Panda-König an denjenigen, die ihn gemieden hatten, indem er seine pyrotechnischen Meisterwerke für seine Verbrechen benutzte. Die teuflischen Fünf rekrutierten ihn als Sprengstoffexperten. Und von diesem Augenblick an begann man seine explosive Art auf der ganzen Welt zu fürchten. Man sagt, dass er in der unsicheren Bergregion von Kunming, Westchina, an der Perfektion seiner Feuerwerkskörper arbeitet. Beende mein Part hier, bis zum nächsten Mal.